durch. Was hast du nur getan? Wieso? Ich habe es gestoppt. Oder nicht? Was war das? Was geschieht hier? Du unglückseliger Narr! Wieso? Was, einen Schokobon geschaffen. Was ist mit dem Licht passiert? Du hast das Planetensystem angehalten. Die Zeit steht still. Ist das schlimm? Du machst dir so keine Vorstellungen. Okay. Jetzt haben wir eine Zeit und das Planetensystem angehalten. Himmel, mein Albtraum ist wahr geworden, aber jetzt habe ich ihn aufgehalten, oder? Was habe ich nur getan? Und noch viel wichtiger, was mache ich jetzt? Herrje, das fasse ich nicht an. Haben wir uns jetzt schon entschieden, hätten wir einfach durchgehen müssen durch die Tür und den ganzen Tag Lauf lassen sollen und haben wir uns jetzt für das Schlechte entschieden. Hätten wir vorher mal abspeichern sollen. Er sieht nicht sehr glücklich aus. Wie man's macht, macht man's verkehrt. Er wirkt verzweifelter denn je. Ich glaube, er hat... Haben wir die Welt doch noch zerstört. Ist es jetzt vorbei? Vorbei? Nichts wird jemals wieder vorbei sein. Du hast das Gefüge von Raum und Zeit angehalten. Alles steht still. Was? Wie ist das möglich? Ach, Sedgwick, was hast du nur getan? Was habe ich denn getan? Ich habe das Ende abgewendet. Oder etwa nicht? Doch. Das hast du. Irgendwie. Aber das hier ist schlimmer. Wie kann irgendetwas schlimmer sein als der Weltuntergang? Wenn alles für ewig gleich bleibt. Das ist das größte Leid, was man sich vorstellen kann. Jetzt hat die Stunde der Askir geschlagen. Ach du Schande. Wir haben den Askir. Wir haben den Askir ihr Königreich zurückgegeben. Nicht ihr Königreich, das Königreich zurückgegeben. Was waren das für Schatten von Fenstern? Das waren mit Sicherheit die Askir. Corona ist ihnen jetzt schutzlos ausgeliefert. Ach du Schande. Was hätte ich denn tun sollen? Ich weiß es auch nicht. Ich hätte dich niemals an das Planetensystem lassen dürfen. Aber nun ist es zu spät. Alles ist verloren. Sobald die Zeit weiterläuft, wird die Welt untergehen. Allein der König könnte das jetzt noch verhindern. Aber die Tür zu seinem Quartier wird wohl für ewig geschlossen bleiben. Dann klettern wir außen rum, oder was? Was ist mit dem Brunnen passiert? Was denkst du? Das Wasser des Lebens ist versiegt. Diese schwarze Brühe ist nichts weiter als konzentrierter Stillstand. Ja. Schokobon, hurra. Diese blaue Gestalt. Es war dieselbe, die in meiner Vision zu mir gesprochen hat. Du bist ein äußerst merkwürdiger Junge. Selbst jetzt, wo alles stillsteht, gibst du mir noch Rätsel auf. Was ist bloß deine Bedeutung in dieser Welt? Na was schon? Ich bin der, der immer alles kaputt macht. Ich glaube nicht, dass das schon alles ist. Du meinst, es wird noch schlimmer? Kann sein. Kann aber auch nicht sein. Nur eins ist klar. Du hast bereits großes Unheil über diese Welt gebracht. Danke. Du bist auch ganz okay. Ich glaube, Spot ist in den Brunnen gefallen. Dann ist er verloren. Der Abfluss des Brunnens führt nach draußen ins Nichts. Es tut mir leid, Sedgwick. Bis später. Später? Die Welt steht still, Sedgwick. Es gibt kein Später mehr. Nie wieder. Also bis jetzt. Bis dann. Ja, und der Kommentar von Punky und... Ja, es ist passiert. Jetzt wird es richtig duster. Nein! Sagt der gute Thomas Fitschen, der übrigens auch Dr. Marcel in Ätnabricht ausgesprochen hat. Oh. Und Captain Siegel in Deponia. Der ist einer unserer Lieblings... Bösewichte, sage ich jetzt mal hier. In diesem Fall ist das ja nur so halb wahr. Aber er kann halt einfach so schön böse klingen. Ja, und unglaublich mächtiges Organ. Und dann hat Periscope da noch diesen fiesen Spracheffekt drunter gemischt. Hier bei Whispered World haben wir auch noch sehr viel
von den Soundeffekten wurden halt eben nicht aus einer Library genommen, was halt so der Standard ist, sondern wurden tatsächlich neu aufgenommen mit unterschiedlichen Instrumentarien und Gegenständen und so. Foley nennt sich diese hohe Kunst des Geräuschemachens. Für dieses Planetenmodell in der Mitte und die aufwendige Animation, da haben sie halt irgendwie in so einer Messingschüssel mit so einer Art, wie heißt das, Mörser oder so, haben sie da drin rumgerührt, so, um dieses schleifende Geräusch zu erzeugen. Da durfte ich zufällig Zeuge sein. Oh, sowas ist super. Sowas finde ich bei so Live-Hörspielen oder sowas immer sehr geil. Genau. Da haben die schon viel sich einfallen lassen. Aber wir dürfen gar nicht zu viel reden, weil jetzt wird es ja so richtig spannend. Dann müssen wir mal die Klappe halten. Ich wollte gerade sagen, die entschleunigen das Ganze hier aber ziemlich. Obwohl, entschleunigen. Die Zeit ist still. Die Zeit steht still. Und was heißt dann entschleunigen? Was heißt hier schon entschleunigen? Ja, das Einzige, was wir hier mal noch machen können, ist rausgehen. Teleskop können wir uns noch angucken, aber raus hier. Oh, Schreck. Die haben ein Loch in Corona gerissen. Die haben Corona auseinandergerissen. Kommt noch was übrig. Corona, das prunkvolle Schloss ihrer königlichen Majestät. Und keine Menschenseele da, um uns aufzuhalten. Alles steht still. Wie wär's mit uns? Es geht doch nichts über den Geschmack stehender Luft. Komm mit, Gorni. Ich will meinen Thron beziehen. Wir haben immer noch ein Brecheisen, ein Kuhfuß. Und wir haben Flaschen mit Brunnenwasser mit dabei. Vielleicht können wir mit dem Brecheisen hier noch immer noch einen überziehen. Ich verärgere dieses Monster lieber nicht. Ich will nicht als Vogelfutter enden. Das wäre vielleicht nicht schlecht. Ja, ich finde diese Situation sehr spannend. Also, genau, nochmal hier vor die Tür treten zu dürfen und sich da nochmal mit Gorni auseinandersetzen. Mit dem Flugmonster. Nee, guck mal, jetzt sehen wir es übrigens. Hier bei unserem Screenshot, den wir hier haben, sehen wir, per Mouse Over gibt es halt auch keinen Namen für das Flugmonster, das hier einfach nur Flugmonster heißt. Interessant, vielleicht taucht doch nochmal irgendwo im Text der Name auf. Wenn der nirgendwo auftaucht, dann könnt ihr natürlich jetzt die Chance nutzen und dem Tier einen Namen geben, indem ihr den Namen, den ihr euch ausdenkt für dieses Tier, auf einen Zettel schreibt und den eurer Katze oder wahlweise eurem Hamster um den Hals bindet und dann die Katze aus dem Haus scheucht oder den Hamster halt. Der läuft dann zu uns, die Katze oder der Hamster, und wir nehmen den Zettel und dann werden wir das nachträglich in allen Spielversionen ändern. So, wenn die Katze oder der Hamster nicht bei uns ankommt, also wenn das nicht geändert wird, dann wisst ihr halt automatisch so, oh, schade, leider wurde unsere Katze jetzt vom Lastwagen überfahren oder der Hamster halt irgendwie ist im Gully gefallen. Das wäre natürlich schade, aber in allen anderen Fällen ändern wir das natürlich. Ah, okay, ich muss mal kurz hier, Sekunde, da muss man natürlich, ich habe natürlich den perfekten Namen, das müssen wir natürlich hier, Sekunde. Aha, und jetzt Schnur drum wenden. Komm her, Katze. Raus mit dir. So. Na dann. Geschickt. Na dann.
später zu editieren. Später rein zu editieren. Katzengeräusche später im Video einzufügen. Jetzt im Stream natürlich schwierig, aber dann... Ja. So. Dann gehen wir mal hier weiter. Ach du Schreck. Hier ist wirklich keine Menschenseele mehr. Das Gefolge des Königs scheint diesen Ort bereits vor langer Zeit aufgegeben zu haben. Aber irgendwer muss hier sein. Gut beobachtet, Gorni. Die Zeit steht bereits still. Das Gefüge von Raum und Zeit wurde angehalten. Ja. Doch was bedeutet das für unseren Plan? Was das bedeutet? Es bedeutet, irgendwer war so dumm, uns die Arbeit abzunehmen. Aha, okay. Ja, irgendwer war zu dumm, die Arbeit abzunehmen. Tja, irgendwer. Tja, Pucki, was hast du schon wieder dazu zu sagen? Ja, ja, wir sind ja endlich beim Eingemachten. In dieser Version ja, gefällt mir der Thronsaal natürlich auch sehr gut. Hier hat natürlich Loco endlich seinen großen Auftritt, wo er seinen Thron bezieht. Die Sache mit den Schläuchen, die hattest du immer schon relativ früh mal angedacht, dass man halt, je weiter man im Spiel kommt, desto mehr halt so eine andere Realität durchbricht und halt eben so Elemente aus einer moderneren Welt halt hier sieht und das Ganze ging dann halt ganz gut in Einklang mit dem mit meiner Idee von diesem Teer. Muss ich aber auch sagen, da war ich sehr vorsichtig, habe ich mich nicht allzu weit aus dem Fenster gelehnt mit dieser Idee, weil ich dachte, dass das ist so Japano, so irgendwie so Teer, der zum Leben erweckt, als das konzentrierte Böse quasi, in diesem Fall natürlich das Stillstand. Das wird Marco schon gefallen. Und so im Endeffekt war es so auch. Genau. Ja, man kennt diese Teermonster ja eigentlich irgendwie schon ein bisschen aus dem aus Animes. Das Allerwichtigste an diesem Spiel ist natürlich auch der Dialog mit dem Loco. Und da wollte ich nochmal erzählen, weil das war eine der lustigsten Situationen im Tonstudio. Als wir das bei Periscope aufgenommen haben und Sandvik das Rülps-Alphabet rülpsen musste. Und ganz egal, wie lange wir probiert haben, Gunnar hat es einfach nicht hinbekommen, halt Buchstaben zu rülpsen. Dann haben wir halt erstmal alle, die da waren, halt versucht, eben Buchstaben zu rülpsen. Seneca ist recht weit gekommen. da fehlten ihr dann doch ein paar von den Konsonanten, hat sie dann doch nicht hingerülpst bekommen. Sehr enttäuschend. Aber da war es dann gut, dass der Besitzer des Nachbarstudios von StarTunes, nämlich der Dark Amir, bei dem habe ich später dann auch nochmal aufgenommen. Der macht hin und wieder macht er ein paar Aufträge für Periscope, also übernimmt er, wenn die gerade ausgebucht sind. Und so haben wir bei dem zum Beispiel Teile von Anderthalb Ritter seinerzeit aufgenommen, das ist eine Auftragsproduktion. Aber vor allen Dingen haben wir dort auch Harveys neue Augen bei ihm aufgenommen, als wir den großartigen Götz Otto im Studio hatten. Das war auch eine besonders schöne Produktion. Auf jeden Fall, den habe ich dort kennengelernt. Und zwar haben wir ihn gefragt, so, du, da kannst du mal halt irgendwie, kannst du nicht mal Buchstaben rülpsen. Und er hat gesagt, ja komm, gib mir halt irgendwie eine Flasche Cola, Fanta oder was er auch immer hatte. Und dann trank er die halt aus und dann legt er los und du rülpst das alles an einem Stück runter. Sehr schön. A, B, C. Hat echt. Als wir dann beim Y angekommen waren, dann dachte ich so, jetzt, das kann er unmöglich hinbekommen, ein Y zu rülpsen. Hat dann aber ein wunderschönes Y gerülpst. Ja, das war schon sehr lustig. Ja.
mit dem Teer war auch noch eine große Cutscene eigentlich geplant gewesen, die wir dann aus Budgetgründen auch gestrichen haben. Eigentlich sollte ein großer Angriff. Absolut. Trinken. Ich habe hier Wasser stehen. Ich habe leider nur Wasser stehen, sonst würde ich es hier rülpsen. Jetzt möchte ich auch nochmal was rülpsen. Fast komplett eingeschlossen sein. Im Ernst, dran, das ist ja trotzdem in unseren Gesprächen eine Idee gewesen sein. Das aber trinken ist eine gute Idee. Dass wir einen Hangar irgendwie auch im dritten Kapitel hatten, ja. Haben wir da was ganz Großes geplant gehabt. Genau, das sehe ich dann nur so ein bisschen Speichel oben bei dem bei dem Mund halt irgendwie zustein wird aus dem Mundwinkel und tropft da in den Brunnen rein und wird hier von diesen Schläuchen schon aufgefangen. Ist ja genauso gut. Ja. Ja. Auf Ex. Trinkt aus Piraten. Nicht die ganze Flasche, der Schluck, der hier noch drin war, in dem alten. So. Nuku. Hey, du da! Stehen geblieben! Oh oh. Das ist doch wieder dieser Schnüffler, der Clown. Der kleine Mann verfügt über eine erfrischende Aufsässigkeit. Ich beginne ihn zu mögen. Los, Garni, schnapp ihn dir. Wirf ihn in den Kerker. Und sieh gleich nach. Nein. Irgendwo andere stören Friede. Abhauen. Oh nein. Was für ein Schlamassel. Kann es überhaupt noch schlimmer kommen? Wir sind eingesperrt. Und wir haben unser Inventar verloren. Ach du Schande. Kieselsteine. Keine Chance. Von hier aus komme ich da nicht ran. Ach du Schreck. Oh, der Bote. Vielleicht kann der uns irgendwie da helfen. Ein weiteres großes Rätsel. Und der Kuhfuß. Na dann. Ja, dass wir diese ganzen Räume halt noch in zwei Versionen gezeichnet haben, bin ich sehr froh, dass wir das so gut hinbekommen haben. Das war ja auch eine Idee, die sehr spät erst reinkam in der Produktion, dass wir halt auch tatsächlich dieses in der Zerstörung eingefrorene Corona noch einmal komplett durchwandern können. Ja, gefällt mir sehr gut. Und diesen Raum auf diese Weise nochmal umzudeuten, macht natürlich Spaß. Schon ein Highlight. Tja, na dann. Versuchen wir mal hier rauszukommen. Mal wieder. Hallo Bote, du auch eingesperrt. Und du hier. Was gibt's Neues in der Welt? Können wir gar nicht reden. Schade. Vielleicht könnte ich die Aufhängung der Käfige durchbeißen. Ach, was rede ich mir da ein? Mit meinem weichen Zahnschmelz bekomme ich ja nicht einmal Sonnenblumenkerne geknackt. Tja, also... Was tun wir denn sonst? Der Rufus liegt ja herrlich weit Keine weg. Keine Chance. Von den Stein mal runterpusten. Nein, danke. Mir liegen schon mehrere Steine im Magen. Außer Steinen scheint es in diesem Loch nicht viel zu geben. Spot hätte es hier gefallen. Mit dem Boten können wir nicht reden. Ist ja wirklich aussichtslos. Die Käfige sind alle an einer einzigen Kette aufgehängt. Was für eine eigenwillige Konstruktion. Tja. Wenn wir jetzt Spot hätten, das wäre ein Traum. Außer Steinen, Spot hätte es hier gefallen. Was machen wir denn? Kriegen wir das jetzt noch gelöst? Steine können wir nicht annehmen, der Kuhfuß ist auch zu weit weg. Wie bringe ich mich nur immer wieder in solche Situationen? Das frage ich mich auch gerade, wie wir das immer wieder so hinkriegen. Können wir irgendwie mit Bobby reden oder so? Hey Bobby, auch hier. Oh, Sadwick, du kannst dir gar nicht vorstellen, was sie mir angetan haben. Sie haben dir dein Lieblingskissen weggenommen? Sehr witzig, aber dir wird das Lachen auch noch vergehen. Mit den Askiel ist nicht zu spaßen.
Ich dachte immer, ich würde den Heldentod sterben, wie ein wahrer Chaski auf einem Baum verhungern, während unten die Wölfe warten. Aber in diesem tristen Loch, ja, das ist neue nur Suse. Würdelos. Neue Suse. Wir müssen hier raus. Raus? Ha! Hast du in letzter Zeit mal rausgeguckt? Sieh es ein. Wir können nirgendwo mehr hin. Es ist alles verloren. Jetzt reiß dich mal zusammen. Ha! Nenn mir einen guten Grund. Es sieht zwar düster aus, aber das Leben geht weiter. Ach ja, auch wenn die Zeit angehalten hat. Guter Punkt. Man wird uns sicher retten. Und wer soll das bitte sein? Sieh es ein. Niemand wird kommen. Wir sind verloren. Zwischen den Zeiten gefangen. Ich werde uns hier rausholen. Du? Haha, dass ich nicht lache. Es wäre nicht das erste Mal, dass ich den Askil entkomme. Und wie willst du das bitte anstellen? Willst du Purzelbäume schlagen? Oder mit Torten werfen? Immerhin leben wir noch. Nennst du das etwa Leben? Für alle Ewigkeit in Lukos Kerker eingesperrt. Das ist schlimmer als der Tod. In Kronas Kerker. Du hast recht. Alles ist verloren. Ja, aber warum nur? Ich bin doch noch so jung. Ach du meine Güte. Dass wir hier einmal, dass Hedwig hier einmal der Optimistische sein soll, sein wird. Ach du Schande. Du bist echt ein Jammerlappen. Warum sollte ich nicht jammern? Die Askil haben gewonnen. Aber die Ära der Chaski ist nun endgültig vorbei. Schön wär's. Was nutzt Schnelligkeit, wenn es keine Zeit mehr gibt? Was nutzt Orientierungssinn, wenn die Welt in Trümmern liegt? Alles ist verloren. Ach, vergiss es. Ich habe keine Lust, mich von dir weiter runterziehen zu lassen. Haha, und das ausgerechnet aus deinem Munde, wo du doch derjenige bist, der uns alle runtergezogen hat. Was? Ja, genau. Das hier ist dein Werk. Das ist nicht wahr. Ha! Und ob das wahr ist, du dachtest, du kannst alles besser, oder? Du dachtest, die Welt bricht auseinander, wenn du die Dinge nicht in die Hand nimmst. Und jetzt? Sieh dich um! Du hast diese Welt zu dem gemacht, was sie jetzt ist! Ach, halt die Klappe. Kann man hier mal nach Hilfe rufen? Hallo! Was ist da los? Was willst du, Knirps? Ich will mit Luko sprechen. Luko ist jetzt der König. Er ist mit Herrschen beschäftigt. Dann muss er mir eben eine Audienz gewähren. Muss er das? Ich vermute, dass er das anders sieht. Das würde ich gerne von ihm selbst hören. Du bist ein mutiger kleiner Knirps. Was willst du überhaupt von ihm? Ich will mich beschweren. Für Beschwerden hat Luko keine Ohren. Hat er überhaupt Ohren? Ich erinnere mich an sowas wie Fühler, aber Ohren? Wie ich es sagte, er hat keine Ohren. Insbesondere für Beschwerden. Tja. Ich will gegen ihn kämpfen. Das wäre sicherlich lustig. Ich glaube aber nicht, dass er Interesse daran hat. Wozu sollte er kämpfen? Er hat bereits alles erreicht. Ja. Ich will mir sein Vertrauen erschleichen und danach den echten König retten. Soll ich dir vielleicht noch ein Schwert besorgen? Das wäre nett. Vielleicht? Ach, du meintest es ernst? Eigentlich will ich gar nichts von ihm. Da hat er ja noch einmal Glück gehabt, nicht wahr? Ja. Wann gibt es Essen? Du hast es noch nicht verstanden. Die Zeit hat angehalten. Wir altern nicht mehr. Wir müssen weder essen noch schlafen. Wir müssen nichts mehr tun. Nie wieder. Ja. Es klingt traurig. Hast
Habt ihr Spot irgendwo gesehen? Du sprichst von deinem hässlichen Wurm? Er ist nicht hässlich, er ist nur optisch zu kurz gekommen. Ich weiß nicht, wo der Wurm ist. Und es interessiert mich auch nicht. Ich glaube, er ist im astronomischen Labor in den Brunnen gefallen. Dann ist er wahrscheinlich tot, ins Nichts gestürzt. Ja. Was, wie es aussieht mit dem Boden, auch bald passieren wird. Nun wann nicht handeln. Was habt ihr mit uns vor? Wieso? Was sollen wir mit euch vorhaben? Nichts. Nichts? Ach komm schon, ihr könnt uns doch nicht auf ewig hier hängen lassen. Ach ja? Und warum nicht? Wir haben wieder das Skelett. Ich will in eine andere Zelle. Warum dies? Es ist mein Zellennachbar. Sein Jammern ist nicht zu ertragen. Hey, was soll das denn heißen? Igitt. Ja, die kleine Kröte ist unausstehlich. Unausstehlich? Na hör mal. Bah. Sie winselt und winselt. Bitte, ich halte es nicht mehr aus. Ihr wisst schon, dass ich jedes Wort mithöre, oder? Ja, er macht es schon wieder. Na gut, ich werde eure Käfige verstellen. Dann hängt ihr nicht mehr so nah beieinander. Hoffentlich hat das Winseln dann ein Ende. Okay. Jetzt hängen wir höher. Und komm mal in den Kieselstein rein. Juhu. Kieselstein-Weitwurf. Hey, lass das! Oh, und wenn nicht? Hey, aufhören! Hallo, Wache! Ich werde mit Kieseln beworfen! Er soll damit aufhören! Ihr zwei seid eine echte Plage. Es war offenbar keine gute Idee, die Käfige so zu verstellen. Ich werde die alte Position wiederherstellen. Aber wehe, ihr gebt dann keine Ruhe. Okay. Die alte Position. Den Boden noch ein bisschen ärgern. Was hast du da? Einen Stein? Einen keilförmigen Stein, ja. Und jetzt? Willst du uns mit einem Stein retten? Mal sehen. Ich versuche zumindest konstruktiv zu sein. Du verschwendest nur deine Zeit. Tja, welche Zeit denn? Können wir damit irgendwas... Mal sehen, was passiert, wenn ich diese Umlenkrolle blockiere. Und jetzt nochmal mit Stein auf ihn werfen. Lass das! Wache! Er hat wieder angefangen, mit Kieseln zu werfen! Einmal verstelle ich die Käfige noch. Aber nur, wenn ihr dann wirklich Ruhe gebt. Was ist das? Er scheint etwas zu haken. Oha. Oh, da ist der Spot. Oh. Wir sind aber weit runtergefallen. Wo bin ich? Himmel, die ganze Welt ist zerbrochen. Oh Schreck, wo sind wir hier gelandet? Das Fläschchen. Und der Spot-Guckung. Spot, oh Spot, was ist bloß mit dir geschehen? Wenigstens bist du nicht ins Nichts gestürzt. Aber wie kommen wir wieder hoch und wir kriegen wir den? Gesund machen. Und dann bleiben wir für immer zusammen, ja? Wir kriegen ja die Brecheisen. Ja, Pucki, der hat natürlich wieder mal was zu sagen. Ja, hier ist ihm halt wirklich, wo die Welt dann auch auseinandergebrochen ist. Mhm. Diese Perspektive, wo man Corona so von halb unten sieht. Sieht hübsch aus. Ist natürlich fantastisch. Und genau, wie alles so irgendwie zwar schon zerbröckelt, aber eben nicht auseinanderfällt, weil eben gerade die Zeit stillsteht sozusagen. Sehr dramatisch und sehr gut eingefangen. Außerdem ist dieser Screen, glaube ich, als Easter Egg in Deponia 2, in Chaos of Deponia, enthalten. Das hat Ede noch nachträglich gemacht. Es gibt auch ein kleines Easter Egg hier, aber... Easter Egg? Ja. Dann müssen wir den Bild nochmal untersuchen. Ja. Der Bildschirm. Weiß ich gar nicht. Gibt es? Gibt es. Oh, krass. Ja, und ja, hier der Kokon-Spot ist natürlich auch eine sehr nützliche und gute Story-Idee gewesen.
als zu dem Zeitpunkt, wo die ganze Welt einfriert, verpuppt sich auch Spot und bewegt sich nicht weiter. Mit ihm natürlich dann auch Sedgwicks Hoffnung irgendwo. Es ist hier kommen die ganzen Metaphern des Spiels eigentlich so schön zusammen und es macht Spaß. Ich gucke mir diesen Screen gern an. Da haben wir einige gute Entscheidungen getroffen. Tja, also Secret. Himmel, die ganze Welt ist zerbrochen. Was habe ich nur getan? Wir geben uns auf Secret-Suche. Springen ist keine Option. Hörst du, Sedgwick? Lass es bleiben. Suizidgedanken oder was? Das hat noch weniger Spaß gemacht als vermutet. Ja, Trümmer. Himmel, die ganze Welt ist zerbrochen. Was habe ich nur getan? Himmel, die ganze... Was habe ich nur... Die Trümmer sind außer Reichweite. Dieses Puzzle werde ich wohl nicht so einfach wieder zusammensetzen können. Oh. Sicher? Hallo? Ist da noch jemand am Leben? Oh je, was habe ich nur getan? Noch mehr Trümmer. Himmel, die ganze Welt... Was habe ich... Die Trümmer sind außer Reichweite. Dieses Puzzle wird... Hallo? Ist da noch jemand am Leben? Oh je, was habe ich nur getan? Tja, der Schluss. Von außen betrachtet sieht der Schaden gar nicht so groß aus. Ich glaube nicht, dass es irgendwer hört, wenn ich rufe. Ich glaube nicht, dass es irgendwer sieht, wenn ich winke. Mhm. Können wir noch Fläschchen mit Buntwasser loswerden? Nein, schütten. Das brauche ich, um den König zu heilen. Muss Spot uns nichts werfen. Nein, Spot bleibt bei mir. Noch habe ich die Hoffnung nicht auf, ich werde ihn wieder gesund machen. Und dann bleiben wir für immer zusammen. Nein, Spot bleibt noch, habe ich die Hoffnung, ich werde ihn wieder... Und dann bleiben wir... Tja... Okay.